Wir sind in der 7. Klasse gerade und machen Übungen, aber nur die Ansätze, also nur die Anfänge sozusagen für Körperberechnungen. Weil wenn wir einmal dann den Körper als solches richtig erkannt haben und das herausgefunden haben, worum es geht, dann ist das ganz leicht, eine Formel aufzuschreiben, den Kram einzusetzen und auszurechnen. Das ist also nichts Schlimmes. Vielleicht werden wir manchmal das Ding noch machen, also das Ausrechnen noch machen, aber eigentlich nicht. Fangen wir mal mit der ersten Aufgabe an. Die sieht wie folgt aus. Ihr schreibt mit, gegeben. Ein Stapel Kisten, jetzt stellt man sich vor, ein Stapel Kisten hat überall rechte Ecken und gleich lange Seiten. Da machen wir mal einen Punkt und machen mal eine Skizze. Überall rechte Ecken, ne? Das kann man schon fast übertreiben. Also, das macht man natürlich dann nicht, weil jeder weiß, das ist ein Quader. Ne? Gut. So, sein Volumen beträgt 125 Kubikmeter. Aha. Das scheint ja ganz schön viel zu sein. Und wie war das? Ein Stapel Kisten hat überall rechte Ecken, das habe ich gemalt, und gleich lange Seiten. Na, das ist interessant. So, den Rest macht ihr. Wir haben das jetzt gerade durchdiskutiert. Normalerweise sagt man ja Grundseite mal Höhe einer Grundfläche, ne? Und dann mal Körperhöhe. Aber das können wir viel besser machen, weil die alle gleich sind. Das war nämlich der Teil des Satzes. Sagen wir einfach A mal A mal A. Oder X mal X mal X oder sonst was. So, ihr seid dran. Jetzt haben wir es ja schon fast, ne? Gesucht ist also. Und jetzt können wir schreiben, was gesucht ist, nämlich A. Hätten wir X rangeschrieben, hätten wir X gesucht. Na denn. Wie ist der Lösungsansatz? Wie geht's weiter? Genau das ist der Trick, weil wir überall a mal a mal a haben. Sonst hätten wir gesagt, v ist gleich g mal h mal k. Nee, machen wir nicht. Wir sagen in diesem Fall g ersetzen wir durch a, h ersetzen wir durch a und k ersetzen wir durch h. Das wäre ausführlich. Ich kann aber auch sagen, das ist a hoch 3. So, wenn ich jetzt noch die 125. Waren es Kubikmeter, waren es. Kubikmeter ist gleich A hoch 3 schreibe. Was muss ich dann machen? Dann muss ich die dritte Wurzel ziehen. Wie zieht man die dritte Wurzel? Man überlegt sich, das muss ja immer das Gleiche sein. Das muss ja immer AAA sein. Ne? Also 2 mal 5 ist 10. Ne, das geht nicht. 2 und 5 sind unterschiedlich. 4 mal 5 ist 20, geht auch nicht. 25 mal 5 geht auch nicht, aber halt, 25 setzt sich aus 5 mal 5 Meter zusammen, also 5 Meter mal 5 Meter mal 5 Meter. So kann man das zu Fuß machen, ist A hoch 3. Und wenn ich jetzt daraus die Wurzel ziehe, die dritte Wurzel in diesem Fall nennt man die, dann weiß ich, aha, dann sind 5 Meter gleich A. Auf dem Taschenrechner, da gibt es teilweise Taschenrechner, die haben nur so ein Zeichen. Das bedeutet, das wäre die zweite Wurzel, also bei Quadraten. Wenn ich das nicht habe, dann gibt es noch eine andere Taste, die heißt entweder x hoch y. Das bedeutet also etwas hoch was anderes, das so wie es da steht. Oder es gibt noch eine Taste und da muss ich jetzt mal gucken auf eurem Taschenrechner. In diesem Fall für unseren Taschenrechner muss ich euch jetzt nichts Komplizierteres beibringen. Da gibt es nämlich noch eine andere Variante als x hoch y, so eine mit dem Dach und so. Aber das jetzt darzustellen, da habe ich jetzt, es wäre nicht günstig. Sondern wir haben richtig eine Taste, die drückt man mit Shift, also eine gelbe Taste und dann wird die dritte Wurzel gezogen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Zieht mal die dritte Wurzel aus 8. Oh, Quatsch. Die dritte Wurzel aus 8, die dritte Wurzel aus 64, wenn das geht, die dritte Wurzel aus 125, die dritte Wurzel aus 216, die dritte Wurzel aus 243. Ich überlege nämlich gerade immer Zahlen und multipliziere die und mache das mal schnell als Tastaturübung. Ich will nichts Geschriebenes sehen. Also wir haben jetzt eben mal
aus Blödsinn mal schnell ein paar Wurzeln gezogen. Und jetzt hatte ich im Kopf immer was ausgerechnet, habe hier aber vergessen, 343 zu sagen, denn dann wäre das sonst Wurzel aus 7. Aber da es nur 243 ist, 6,24024, tralala. Und das geht hier immer weiter. Man kann also mit der dritten Wurzeltaste auch die dritte Wurzel ziehen. Das bloß mal als Praxis. Ne, das kann man bei kubischen Dingen, also bei räumlichen. So, nächster Ansatz, meine Lieben. Es besteht übrigens die Chance, dass, wenn jemand den Ansatz kann, dass er den hier gerne vorne vorstellen kann. Ne? Ich sage mal Folgendes: Ein rundes Bit soll angelegt werden. Zweites Beispiel. Gegeben. Ein rundes Bit soll angelegt werden, wobei die Beetfläche 12,56 Quadratzentimeter, ach du liebe Zeit, betragen soll. Das soll ja ein Beet sein. Na gut, wenn die das so haben wollen, ein rundes Beet. Achtung, jetzt, ich habe hier keinen Zylinder gemalt, sondern ich habe einfach hier Maßhilfslinien dran gemalt. Dieses Ding ist das eigentliche Beet. Und das sind, die dünnen sind die Maßhilfslinien. Und das sind 12,56 Quadratzentimeter. Naja. Wie groß ist der Radius? So, wer das kann, kommt hierher und erläutert es. Also eben hat Herr Köhler leider etwas falsch gemacht. Und zwar muss hier, also der Radius eingetragen werden und nicht der Durchmesser. So. Sehr schön. Also als erstes rechne ich hier jetzt durch Pi. Ja, weiter. A durch Pi gleich. Und jetzt setze ich ein, das ist dann 3,14. Ja, das kann man dann kürzen, das ist dann 1 und 4. Und dann zieht man die Wurzel und das ist dann 2 cm gleich R. Gegeben ist folgender Umstand, und zwar ein Stapel Spielkarten ist 1,2 cm hoch. Ich male jetzt noch nichts. Und er hat eine Grundfläche von 81 Quadratzentimeter. Leider wurde der Stapel total unordentlich auf den Tisch gelegt, obwohl alle Karten übereinander sind. Er rechnet das Volumen des Stapels. Da bleiben wir doch locker, ne? Also die Skizze habe ich hier mal hingemalt und ich habe die Grundfläche oben gemalt, weil das so besser ging. Und dann V ist gleich 81, also eingesetzt 81 Kubikzentimeter mal 1,2 Zentimeter und das dann in einer Nebenrechnung ausgerechnet und das sind 97,2 Kubikzentimeter. Das andere war Quadratzentimeter. Okay. Warum hast du die Grundfläche oben drauf gemalt? Sag mal. Nicht, weil es schöner aussieht, sondern die Grundfläche ist am Grunde. Weil Grundfläche und Deckseite gleich sind. Deckfläche. Machen wir noch eine vierte. Hier gibt es teilweise Aufgaben aus der 8. Klasse und sonst was. Das merkt ihr ja schon. Wir machen also.
Ein Gartengrundstück ist aus der Luft gesehen etwas schief geraten. Sagen es manche, das haben wir ja schon mal gehört. Achtung! Alle Seiten sind 18 Meter lang, aber parallel zueinander und haben einen Abstand von 20 Metern. Errechnet die Gartenfläche. Nochmal. Ein Gartengrundstück ist aus der Luft etwas schief geraten. Alle Seiten sind 18 Meter lang, alle. Aber alle sind irgendwie parallel zueinander. Ja, bis auf die, die es nicht können. Aber immer die gegenüberliegenden, ne? Und sie haben einen Abstand von 20 Metern. Da brauchen wir unbedingt eine Skizze. Errechne die Gartenfläche. Na, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe das jetzt hier gerechnet. Und ja, bei der Skizze alle Seiten sind 18 Meter lang. Also hier. Und ja, also H ist 20 Meter lang. Und dann habe ich die Formel aufgeschrieben und 18 mal 20 Meter gerechnet. Und das ist dann 360 Quadratmeter. Wunderbar, genau. Und jetzt noch eine Frage. Wie sagt man zu dieser komischen Figur, das ist eigentlich ein Quadrat, aber ein verschobenes ist? Rhombus. Rhombus, genau. Dankeschön. So, fassen wir nochmal zusammen. Letzten Endes bei diesen Ansätzen kommt es darauf an, dass ich mir eine Skizze mache. Wenn ich eine Skizze mache, dann sehe ich schon das meiste, worauf es drauf ankommt. Hier haben wir zum Beispiel gesagt, Grundseite, Höhe und Körperhöhe sind alle gleich, also kann ich sie alle als A bezeichnen. Dementsprechend nicht G mal H mal K schreiben, sondern A mal A oder A hoch 3 zusammengefasst und kann dann die dritte Wurzel ziehen. Wir haben uns dann auch mit der Wurzel beschäftigt, mit der dritte Wurzeltaste. Das geht wunderbar, haben wir dann hier ein paar Übungen gemacht und so weiter. Und auch hier muss man aufpassen, wenn man hier freundlicherweise schon mal den Durchmesser hingemalt hatte, dann war das in diesem Fall nicht richtig, denn es war ja R gesucht und so weiter und so fort. Solche Dinge alle, die gilt es zu beachten und die merkt man mit einer Skizze erst richtig. Auch bei dieser Aufgabe, dass die Grundfläche durchaus oben drauf liegen kann, weil ja Grundfläche und Deckfläche gleich sind. Ne? Solche Dinge, das lässt sich dann alles ganz gut machen. Nochmal zur Wiederholung, Flächen und Volumina werden groß geschrieben, Seitenlängen alle klein, mit kleinen Buchstaben bezeichnet. Und auch hier, das war ein bisschen knifflig, ich sag's nochmal, ein sogenannter Rhombus ist nichts anderes als ein Quadrat, was letzten Endes keine rechten Winkel mehr hat, weil ich es verschoben habe. Aber das ändert sich nicht, denn ich kann sagen, macht ja nichts, die Höhe in diesem Fall ist entscheidend. Das ist das Wichtige dabei. Die Grundseite bleibt gleich. So, jetzt aber, Moment, hier gibt's noch eine Frage. Na wunderbar, jetzt hat sich das ganze Rätsel nämlich gelöst. Also, das ist eine unmögliche Figur. Richtig ausgerechnet ist das. Das ist in Ordnung. Aber das funktioniert nicht. Denn wenn ich übertreibe mal, wenn ich dieses Ding noch weiter verschoben hätte und ich hätte die Seitenlänge gleich gelassen, dann würde die Höhe verschwindend gering sein. Und auf keinen Fall kann sie größer als diese 18 Meter werden. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Naja, da sind wir einen Riesenschritt vorwärts gekommen. Also, rein formal ausgerechnet, alles in Ordnung, aber es ist eigentlich eine Quatschaufgabe gewesen. Ne? Prima, Donnerwetter. Gut, wir als Klasse sagen jetzt einfach mal tschüss. Tschüss.